Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es mal wieder ein Blind-Footruff, Leute. Wisst ihr es? Alle Spieler, die eine pinke Animation haben und den Captain, müssen wir blind auswählen. Ja, ich drehe mich rum, dann werde ich einen Spieler blind auswählen. Bei den letzten beiden Malen hatten wir zwei Icons, die ich blind ausgewählt habe. Ja, zweimal glücklich eine Icon getroffen. Zweimal war es, wie hieß er noch? Seedorf. Mal schauen, ob das Icon-Glück heute weitergeht. Ich bin gespannt. Ich kann euch sagen, wir hatten auf einer Position eine pinke Animation, ja? Und eigentlich auf dieser Position, immer wenn eine pinke Animation kommt, ist es eigentlich eine Icon. Eine ganz gewisse Icon. Im linken Mittelfeld, ja? Ich weiß es selber noch nicht. Ich habe das Video noch nicht geschnitten. Ich will jetzt noch nicht sagen, ob wir da eine Icon mitgenommen haben oder nicht. Ihr werdet es gleich im Video sehen, Leute. Was denkt ihr? Haben wir wieder eine Icon bekommen? Hashtag ja, Hashtag nein. Ab in die Kommentare. Ich werde das Video schneiden und dann werde ich selber sehen, ob überhaupt eine Icon am Start war oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen, Leute. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos Abo abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Es war auf jeden Fall lustig. Let's go. Die beiden heftigsten Formationen am Start. 3-4-3 und 3-4-2-1. Wir nehmen 3-4-2-1. Der Captain wird natürlich blind gemacht. Okay, ihr wisst es, wir haben jetzt zweimal in Folge blind eine Icon ausgewählt. Und zwar zweimal Seedorf. Schauen wir mal, was heute diesmal aus wird. Ich glaube, ich wollte eigentlich erst den zweiten nehmen. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob wir den vierten nehmen sollen. Das hier müsste der vierte sein. Ich glaube, ich bleibe beim zweiten. Ist das der zweite? Müsste, glaube ich, der zweite sein. Let's go. Oh mein Gott, Verratti. Boah, 86er. Als Captain, nein, okay, scheiße, Alter, war halt ehrlich relativ schwach, muss man ja mal so sagen. Naja, Verratti nicht wirklich gut gewesen, aber wir warten mal, oh, warte mal, Mbappé, das war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Nice Sache, Mann. Ihr wisst es, Leute, wie immer, wenn ihr noch Lust habt, falls ihr noch Weihnachtsgeschenk braucht, was auch immer, könnt jetzt gerne noch meinen Shop auschecken, ja. Die neuen Nice Designs, Leute, ihr wisst es, ab sofort erhältlich als T-Shirt, als Pullover und noch viele weitere Sachen, natürlich auch, wie immer, als T-Shirt, als Pulli und noch vieles mehr. Checkt es gerne mal aus, Link ist wie immer oben in der Beschreibung. Danke da auf jeden Fall für euren Support. Es läuft wie weiterhin, wie immer, die Weihnachtsaktion. 10 Stück sind limitiert, es gibt zu jeder Bestellung erstmal eine Autogrammkarte dazu, so, und 10 Stück davon sind limitiert, haben Smiley und E-Mail drauf. Hinten habt ihr eine davon zufällig bei eurer Bestellung dabei. Meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht. Ich schicke euch dann noch ein Paket aus meinem Shop zu, Überraschungspaket. Also gerne abchecken, Leute. Vielen, vielen Dank. Linkes Mittelfeld. Oh, es könnte Nedved werden. Eigentlich immer. Wenn ich da eine pinke Animation hatte, war es Nedved, Leute. Eigentlich immer. Boah, scheiße, jetzt habe ich Druck. Nein, Alter, jetzt habe ich Druck. Digga, das war eigentlich immer Nedved. Wo war der beim letzten Mal? Ich glaube, der war immer so auf Platz 4 oder so. Ey, scheiße, Mann. Okay, 1, 2, 3. Das müsste der vierte sein. Nein, Reus, ey, scheiße. Nichts gegen Reus, aber eigentlich, wenn es da eine pinke Animation ist, ist es immer Nedved. Ich weiß nicht, vielleicht hat uns das Draft auch verarscht und es war gar nicht Nedved. Das werde ich erst beim Schnitt wieder sehen. Ihr habt es jetzt schon gesehen. Och, scheiße, Mann. Ich habe es jetzt nicht gesehen, leider. Ah, es kann aber, das war mit, oh, Diallo, warte mal, das ist ganz nice für Reus. Aber es war mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, kann ich euch jetzt schon sagen, war Nedved gerade am Start. Ja, ihr wisst es jetzt schon, ey. Och, Mann, ey, shit. Das ist ein bisschen, obwohl, warte mal, Romagnoli. Der Link, immerhin Verratti, das ist nicht mega gut, aber ist okay. Wir machen mal den ZM hier, ne? Mal schauen. Okay, wir hatten jetzt schon drei pinke Karten in der Startelf. Es kommen ja meistens nur so 5 bis 6. Also so viel kriegen wir jetzt auch nicht mehr hier. Benassi ist gar nicht so schlecht. Lemina, naja. Lemina war, glaube ich, mal. War der mal bei Juve letztes Jahr? Ich meine schon. Wir nehmen mal Benassi erstmal mit, aber auf Serie A zu gehen ist eigentlich nicht gerade die beste Option. Obwohl, vielleicht doch, Mann. Manolas. Der, wir bauen hier ein volles Serie A-Team, ich sag's euch. Manolas hat auch eine heftige Informkarte. 20 Schießen ist natürlich auch schon ein monströser Wert, muss man sagen. Das ist schon heftig. Okay, so sind wir sogar auf 67 Chemie. Das ist fürs Erste eigentlich erstmal in Ordnung. Im Tor müsste man am besten jetzt einen von Rom bekommen. Italiener von Rom. Wen hat der Rom denn überhaupt im Tor gerade? Ah, die haben sich diesen Schweden geholt. Olsson haben die es, glaube ich, geholt. Ne, ist das Olsson? Ich glaube schon. Die haben sich, glaube ich, nach der WM Gold gehabt. Alisson. Der war bei Rom. Oh, der war ja bei Rom, ne? Der ist ja weggegangen zu Liverpool. Oh, der wäre natürlich fresh gewesen. Oblak, Ederson, Neto, ist jetzt alles eigentlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Können wir eigentlich Oblak mitnehmen, heiß rated. Also, wir haben 5 Torhüter, Leute. Ja? 5 Torhüter und keiner gibt einen einzigen Link. Das ist geil, Mann.
Das ist geil. Das ist richtig geil. Okay, rechter Flügel und danach machen wir den Stürmer. Ach du Scheiße, Mann. Ey, der Typ ist ja auch eine absolute Legende. Uretaviskaya. Absolut Legendenname. Wir haben hier Meunier, der linkt immerhin unseren Mbappé. Wäre gar nicht so scheiße, glaube ich. Es wäre schon, ist schon scheiße, aber müssen wir mitnehmen. Geht ja nicht anders. Okay, linker Flügel oder Stürmer? Ich glaube, wir machen erst den Stürmer. Okay, erst Stürmer. Let's go. Ah, leider kein Pinker. Griezmann. Aha. Okay. Mal schauen. Griezmann. Ja. Müssen wir eigentlich mitnehmen. Der links, weil er Franzose ist. Wird natürlich schwer, den gleich über den linken Flügel zu linken. Obwohl vielleicht Lemar, aber Lemar ist, glaube ich, links Mittelfeld. Also können wir eigentlich auch nicht bekommen. Also wird schwer gleich. Ja, wird schwer, Griezmann halt zu linken mit dem linken Flügel gleich. Da wäre so ein Harry Kane wahrscheinlich besser, weil man da wahrscheinlich irgendwie Hazard oder so bekommt. Aber Harry Kane wird dann halt auf der rechten Seite nicht linken. Also von daher kommt es auf selbe hinaus. Nehmen wir einfach mal Griezmann mit. Ist higher rated, sieht fresh aus. Weiter geht's auf dem linken Mittelfeld. Oh, nicht schlecht. Boah, shit. Boah, Digga. Das sind aber auch wieder... Hey, wir haben Mbappé, wir haben Neymar. Wir bräuchten jetzt noch Cavani. Am besten wäre natürlich Sané, aber... So heftig. Ich glaube, ich nehme mal Neymar mit. Wir gehen mal auf Risiko, Mann. Komm. 87er Bewertung. Das ist heftig, Mann. Das, wir haben natürlich auch zwei Non-Spieler drin, aber für ein Blind Draft, dafür, dass wir die Spieler nicht auswählen dürfen, beziehungsweise drei Spieler durften wir bislang schon nicht auswählen. Dafür ist. Ne, waren das drei? Ne, zwei, glaube ich erst. Ne, warte mal. War das drei oder. Oh, warte mal. Willian könnte nice sein. Warte mal. Wir durften bislang Reus, haben wir blind gemacht, und Verratti. Ah, ne, Mbappé war ja gar kein Pinker, oder? War Mbappé pink? Ich glaube, Mbappé war gar kein Pinker auf der rechten Seite. Deswegen haben wir erst zwei gehabt. Nehmen wir Willian mit. Der ist ganz gut. Das heißt ganz gut, Mann. Er linkt erstmal nur Neymar. Das war es dann aber auch schon wieder. Ey, geile Sache. Jawohl. Marcelo. Oh, jetzt die Frage. Eigentlich müssen wir Marcelo mitnehmen. Shit. Ich glaube, wir nehmen Marcelo mit. Schauen wir mal. Der hat ein neues Spielerbild auch. Sieht fresh aus. Was, wenn wir jetzt zack, das so machen? Das ist so. Ne, das bringt uns. Ah, bringt auch nicht so viel gerade. Wir haben halt gar keinen passenden Torhüter. Das ist halt komplett scheiße. Ohne Torhüter. Wir bräuchten. Am besten müssen wir schauen, dass wir irgendwie gleich eine Icon kriegen. Ja. Das wäre natürlich am besten. Oh, warte mal. Insigne ist gar nicht so scheiße. Nehmen wir mal mit. Am besten wäre eine Icon, weil der würde uns hier mal irgendwie schon ein bisschen was an Chemie überall bringen. Zack, bringt uns einen Chemiepunkt nur Insigne. Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder einen italienischen Stürmer. Also. Unser Team passt vorne und hinten, überall, egal wo, nicht zusammen. Weil wir haben alles so gemixt, das ist scheiße. Wir haben hier keine klare Struktur drin, das ist das Problem bei uns. Weil durch so ein Mixteam, das wird nichts. Wir hätten jetzt Suso, jetzt können wir weiter auf Serie A gehen, aber das bringt uns auch nicht so viel, glaube ich. Aber der Rest bringt uns auch nicht so viel. Also Premier League ist eh nicht mehr möglich. Deswegen nehmen wir mal diesen Suso hier mit. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt überhaupt. Der im Tor, sogar auf der Torhüter-Position bringt der mehr, weil wir einfach keinen verdammten Torhüter drin haben. Sogar da, ey, alle, wir können alle... Oh, pink. Boah, ich hätte gerade fast vergessen, müssen wir blind machen. Oh Mann, Alter, brauche ich jetzt echt mal ein Icon. Komm, wen nehmen wir jetzt, Leute? Ich glaube, wir nehmen mal die drei. Komm, die goldene Mitte. Die goldene Mitte muss uns wieder zurückbringen. Erster, zweiter, dritter. Oh mein Gott, Gündogan. Ey, Digga, das passt gar nicht. Ey, Gündogan, also ist wahrscheinlich jeder Spieler hätte besser gepasst als Gündogan. Wenn du schon einen pinken Spieler hast und dann gehst du mit einem 84er Gündogan da raus, ne? Dann kannst du schon direkt lassen. Nächste pinke. Oh ne, ey, scheiße. Die goldene Mitte nehme ich jetzt nicht nochmal. Das werde ich nicht nochmal machen. Okay. Was hatten wir? Wir hatten die 2, wir hatten die 4. Ich habe noch nicht die 1 genommen und die 5. Nehmen wir 1. Ich mache auch alles falsch, was man falsch machen kann. Ich mache wirklich alles falsch. Es geht nicht, es geht ehrlich nicht schlechter. Ey, Jordi Alba. Wir haben einen La Liga-Spieler bislang, das ist Griezmann. Ich mache wirklich alles falsch, was man falsch machen kann. Ey, ich bin gespannt auf die Aufnahme, ne? Welche Spieler wir da hatten. Ey, jetzt habe ich hier Morata jetzt noch. Jetzt müssen wir doch wieder auf Premier League gehen, oder? Warte mal. Morata könnte... Ja. Das Ding ist, den können wir mit Suso linken. Zack. So bringt uns auch nichts, weil dann... Oh Mann, das ist alles scheiße hier gerade, Mann. Ohne Witz. Alles absolut scheiße. So, so gebringt... Ey, Digga, selbst das bringt mehr Chemie als alles andere hier gerade. Och, das ist echt... Oh, warte mal, 81. Ah ja, stimmt, weil der Dings linkt. Okay, dann so, so auf 83. Fresh.
Naja, der Rest bringt auch nichts. Ey, das ist doch... Oh Mann, ist das scheiße hier gerade. Und scheiße, so eine Icon. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob eine Icon gerade dabei war. Ja, habe ich jetzt keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber so eine Icon... Der ist ja schmackhaft gewesen, weil so eine Icon hätte uns wieder zurück ins Spiel gebracht. Muss man ja mal ehrlich sagen. Wir nehmen die Maria mit, aber wir uns, glaube ich, auch nicht so viel. Gar nichts. Wir haben halt immer noch keinen Torhüter. Das ist halt das Bitterste überhaupt, dass ich immer noch keinen Torhüter habe. Was ist denn da schon wieder los, Mann? Oh, Fabian, Neapel. Und der ist Spanier. Hm, wir bräuchten... Das Problem ist, ich habe einfach... Ja, rechts Mittelfeld ist halt das Problem, weil Mbappé passt... Ah, warte mal. Mbappé passt hier auch nicht so wirklich rein. Insigne darüber. Na, ist auch scheiße. Jetzt bräuchten wir noch einen Innenverteidiger hier. Machen wir das erstmal so. Dann sind wir auf 79. Ach du Scheiße, Mann. Also, wenn wir hier noch irgendwas rausholen, ohne Scheiß, dann weiß ich auch nicht, wie wir das machen. Das geht eigentlich gar nicht. Ohne Witz. Das geht echt nicht. Aber wir haben immerhin, wir sind auf einer 87er Wertung immer noch. Also, Bewertung ist stabil, aber das Gesamtteam ist halt komplett broke. 100 Chemie werden wir safe nicht schaffen. Vor allem nicht, wenn man Innenverteidiger braucht und 5 Außenverteidiger kriegt. Mann, was soll die Kacke denn schon wieder? Komm, bitte, wenigstens irgendein Serie A Innenverteidiger. Oh Mann, ey. Das hat auch schon damit angefangen, dass ich auf Serie A gegangen bin. Das hat vorne und hinten schon keinen Sinn gehabt. Aber es ging halt kaum anders, muss ich dazu sagen. Batra. Okay, Torhüter. Vielleicht ein Serie A Keeper noch. Komm. Jawohl, Sirigu. Und okay, das war nochmal gut. Ja, der bringt uns allerdings jetzt auch nicht so viel. Von daher, obwohl, ja doch, auf 91 bringt er uns. Nice. Aber 9 Chemiepunkte. Das wird nichts mehr, Leute. Schade. Aber trotzdem ganz nice Draft, Mann. Ich bin mal gespannt beim Schneiden hinterher, was wir für Icons hatten. Oder was wir für, ich sag schon, was wir für Icons hatten. Was wir für Spieler hatten. Ob wir überhaupt Icons hatten. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es dann, wir werden es sehen. Ihr habt es jetzt schon gesehen, Leute. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst Bescheid. Falls ihr nicht abonniert habt, wie immer gerne kostenlos abonnieren. Einen Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ihr wisst Bescheid. Schau mal noch, Inzaghi noch. Ja, immer in 3 Chemie. Das war's dann aber auch wieder. Naja, ihr wisst es wie immer. Checkt noch gerne meinen Shop aus, ja, falls ihr noch Lust habt auf ein Weihnachtsgeschenk für die neuen Nice Designs als Pullover, als T-Shirt und noch viele weitere Sachen, auch wie immer das hier als Pullover, als T-Shirt und noch vieles mehr. Checkt es aus, Leute. Link ist oben in der Beschreibung, wie immer. Zu jeder Bestellung gibt es natürlich eine gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben dazu. Weiterhin läuft die Weihnachtsaktion. 10 Stück sind limitiert. Haben hier hinten so ein Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail-Adresse, die hinten drauf steht. Ich schicke euch dann noch ein Paket aus meinem Shop zu. Also gerne abchecken. Danke für euren Support. Seid die Besten. Wir sehen uns heute Abend. Morgen war nochmal wieder rein. Ciao.